Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Folge 3 und ihr seht schon, ja, das Haus, es ist weitergebaut. Warum? Ich kann es erklären, haha. Ja, das ist natürlich wieder toll, gleich in einem neuen Projekt ein bisschen Fail, aber das gehört, denke ich, dazu. Auf alle Fälle, ja, dachte ich, die ersten beiden Folgen habe ich im Nicht-Vollbild-Modus aufgenommen. Und da dachte ich jetzt, ab der dritten Folge nehme ich im Vollbildmodus auf. Habe also den Vollbildmodus angemacht, habe auf Aufnahme gedrückt, die FPS-Zahl stand da aber nicht. Ich dachte, ja gut, nimmt vielleicht dann trotzdem auf. Gucke ich dann, als die Folge fertig ist, die 15 Minuten, nicht aufgenommen. So, jetzt habe ich das hier schon gebaut. Ich kann es ja eben mal kurz zeigen, es ist ja nicht allzu viel. Wir sind ja auch noch relativ am Anfang. Ich habe jetzt einfach hier, Wände gemacht. Hier vorne hatte ich die Idee, dass hier so Treppen hochgehen und wir dann da so ein paar Zimmer und so machen. Und hier unten hatte ich die Idee, dass es hier runter geht. Das erkläre ich jetzt, wie gesagt, einmal kurz. Hier in diesem Kreis wollte ich einen Lagerraum so ein bisschen machen. Mit ein paar Kisten, was natürlich nicht reichen wird. Hier dann Glas reinhämmern, eine Tür reinmachen, hier einen ordentlichen schönen Durchgang machen und hier dann wieder rauskommen und dann hier vielleicht ja, irgendein kleines Gebäude oder so machen. So, ich habe jetzt aber, wie gesagt, dann die Aufnahme hat sozusagen nicht aufgenommen. Das ist ein bisschen doof natürlich. Aber wie gesagt, ich habe ja nicht viel geschafft. Also es wäre jetzt, denke ich, ärgerlicher gewesen irgendwie, wenn wir schon Folge irgendwie 132 oder gewesen wären und gerade eine Höhlentour gemacht hätten oder an einem Gebäude gebaut hätten, was richtig toll aussieht oder so. Wir sind ja jetzt hier noch ganz am Anfang, ich denke und hoffe, das ist zu verkraften. An dieser Stelle nochmal großes Sorry dafür. In der Zwischenzeit ziehe ich hier schon mal die Wand ein bisschen weiter hoch. Ja, auf alle Fälle. Was habe ich mir für diese Folge vorgenommen? Eigentlich nicht allzu viel, muss ich sagen. Ich wollte jetzt gar nicht mehr so am Haus hier gerade weiter bauen in dieser Folge. Ich wollte nämlich mal die Schaufel packe ich mit ein, die Axt packe ich mit ein und dann mache ich mir noch mal eben eine Spitzhacke, eine Eisenspitzhacke. Ich wollte in dieser Folge nämlich ein bisschen hier die Welt mir ein bisschen näher anschauen, was hier so in der Gegend ist. Wir müssen erstmal was essen. Ich habe mir immer noch nicht die Koordinaten oder Koordinaten aufgeschrieben. Ich habe hier aber gerade einen Zettel bei mir und deswegen schreibe ich mir die mal ganz schnell auf. XYZ gleich minus 290, 245, 72.000 Y und 252,198 ist Z. So, das hänge ich mir nachher irgendwo auf, dass ich die Koordinaten bei der Aufnahme immer habe, falls wir mal auch eine Höhlentour machen und auf dem Nachhauseweg dann die Koordinaten brauchen, wenn wir noch keinen Kompass haben. So, und jetzt schaue ich mich mal hier so ein bisschen um. Ich will gar nicht zu viel sprinten, weil wir haben nicht viel Essen. Aber was es hier noch so in der Nähe gibt, ich hoffe ja auf eine Wüste im Insgeheimen, dass wir da eine Pyramide hier in der Nähe bauen können. Ein Dschungel wäre auch ganz cool für ein Baumhaus. Ich habe ja schon so ein paar Bauideen, die natürlich bestimmt auch noch lange dauern werden, aber das ist ja, man kann ja schon mal so ein bisschen Ideen haben. Und ich glaube, wir sind wir in so einer Art Tal gelandet, was umrandet ist von den ganzen Fichten dann. Das wäre natürlich auch spannend. Alter, was ist das denn für ein Berg? Alter Finne.
Den muss ich mir mal von näher anschauen. Das sieht ja mal richtig krass aus. So. Hauptsache, wir sind Stufe 8, ne? Das ist das Wichtigste. Und ich dachte gerade, die Sonne hat Augenbrauen. Das sind aber nur Wolken. Schön. Die Sonne geht auch gerade unter, sehe ich. Das ist wiederum nicht so schön. So, wie komme ich denn da ganz gut hoch? Irgendwie hier am Rande. Ich habe da auch ein Hühnchen gesehen. Das nehmen wir wahrscheinlich mal mit dann. Wenn ich da irgendwie hinkomme. Oh, es sind ganz viele Hühnchen. Okay. Huch, nein. So, nichts verändern. Ah, ein Creeper. Und er lässt nichts fallen. Sieht aber sehr interessant aus. Es ist wirklich sehr, sehr doof, dass es jetzt gerade Nacht wird. Ich gehe hier mal einmal um den Berg her. Rum! Oh! Noch kann ich mir Fallschaden erlauben. Noch haben wir volle Nahrungsbalken. Chukaroa haben wir aber schon mitgenommen, oder? Einmal. Woanders, glaube ich. Wenn wir es einmal haben, dann brauchen wir eigentlich gar nicht das andere alles mitnehmen. Oh, Lehm. Ist ganz gut für ein Ziegelsteinhaus zum Beispiel. Oder halt, um was mit Ziegelsteinen zu bauen. Und die Welt ist schon ganz cool. Ne? Was ist das denn da? Ich glaube, da vorne beginnt der Sumpf. Alter Finne. Da ist Licht. Entweder Lava oder eine Mine. Und das ist eine Höhle. Da werden wir, denke ich, früher oder später nochmal reingehen. Und hier beginnt tatsächlich der Sumpf. Das ist ja was. Hier ist Lava drunter. Okay. Der Berg ist schon imposant, ne? Oh. Enderman. Yay. Schon wieder. Und der trägt einen Glasblock. Ein Erdblock weg. Und jetzt habe ich die Eisenachse genommen, um Erde abzubauen. Und da ist noch ein Enderman. Und der trägt auch Erde. Das ist hier die Erd-Enderman-Gegend. Ach du Scheiße. Hallo. Wow. You are ziemlich aufdringlich. Und der Enderman ist ins Wasser getreten, glaube ich. Ein sehr schlauer Zeitgenosse. Komm her. Gib mir deinen Faden. Also an Holz wird es uns nicht mangeln. Definitiv nicht. Weil wir auch selbst dann immer wieder anbauen können. Und wir haben hier. Also wir haben hier Schluchten. Meine Fresse. Und Kürbisse. Yay, das ist geil. Ich liebe Kürbisse irgendwie in Minecraft. Keine Ahnung wieso. Aua. Ich verhau dich mit dem Hühnchen. Geh weg, geh weg, geh weg. Alter Schwede. So, 2,5 Herzen, schnell was futtern, damit wir uns wieder regenerieren, wie man so schön sagt. Und hier haben wir Grünfläche noch weiter. Und das ist eigentlich immer ganz gut, weil entweder zum einen kann man dann hier viel bauen, zum anderen besteht natürlich auch die Chance, dass hier vielleicht ein NPC-Dorf ist, was ich ja ganz geil finde, ne? Und wir haben eine riesige Grünfläche hier. Das ist sehr, sehr cool. Aber
spricht ja noch kein NPC-Dorf. Alter, wie viele Endermänner sind hier unterwegs? Ist das hier so die Zone der Endermänner? Ich darf nicht so viel sprinten, ne? Ich habe schon wieder keine Nahrung. Mann, Mann, Mann. Regeneriert einfach nicht weiter. Und wir haben hier aber auch Höhlen, ne? Also wir haben hier ziemlich viele, ziemlich krasse Höhlen. Das gefällt mir sehr gut, muss ich ja sagen. Und so ein NPC-Dorf, das würde das Ganze jetzt noch sehr, sehr, sehr versüßen. Ich meine, wir sind schon relativ weit weg. Wow. Ey, einer nach dem anderen, okay? Vier Spinnen, ich glaube, es hackt. Und hier ist auch Sumpf. Wow, Alter. Erschreck mich doch nicht. Wird man. Ja, Creeper, schau nicht. Hi, Enderman. Wir haben ja schon eine Enderperle gekriegt. Ich glaube, das war sogar in der allerersten Folge. Da haben wir einfach mal gegen Enderman gekämpft. Und Kürbisse! Ich will, ich brauche, ich muss die haben. Gib her, gib her, gib her, gib her, gib her. Oh, ein Skelett. Schleichmodus aktivieren. Geh weg, aua. Wo hat er uns denn getroffen? Wie wechsle ich nochmal die Sicht? F5, ne? Ja. Hinten in der Ferse? Und warum bin ich eine Frau? Das ist die nächste Frage. So, Kürbisse, Kürbisse, Kürbisse. Ja, komm, nehme ich jetzt einen Baum hier mit, wenn ich den schon abgefällt habe. Und wir müssen... ein paar Hühnchen abschlachten. Unsere Hähnchenkeulen gehen aus. Huch! Ach, kurzer Leck und schon falle ich hier rein. Das gibt's ja gar nicht. Aber renne ich jetzt wirklich so viel, dass, au, danke, dass, ich so viel Essen immer... so viel Hunger immer kriege, das gibt's ja gar nicht. Ich darf nicht so viel rennen, ne? Aber ich bin das halt so gewohnt. Immer zu rennen. Tja, also mit Wüste und Dschungel in der Nähe sieht's erstmal nicht so aus. Wir haben Fichtenholzgegend, wir haben Schwarzeichenholzgegend, wir haben viel Berggegend, wir haben aber auch viel Baugegend. Baugegend ist bei mir immer Grünfläche, Grasland. Wir haben sehr, sehr viele Höhlen, was natürlich ein echter Vorteil sein kann, beziehungsweise auch ist, weil wir dann definitiv keinen Kohle- und Eisenmangel haben. Und da vielleicht auch der ein oder andere Diamant drin ist. Zwei Creeper, hi. Sie hin. Nur noch einer da. Nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah! Alter! Oh, mein Herz! Mein Herz ist gerade stehen geblieben. Es ist Tag, du darfst gar nicht mehr aggressiv auf uns sein. So ein bisschen hier noch Fleisch mitnehmen. Ja, ich renne mal eben noch hier ein bisschen in diese Richtung und dann muss ich langsam zur Maus zurück, um die Folge zu beenden. Ich will die Folge eigentlich nicht beenden, während wir in der Walachei irgendwo sind. Das ist ein bisschen doof. Ich dachte gerade, ich sehe da was.
extrem komisches, war nicht so. Alter, was sind denn das für Berge? Oh, cool. Was ist das für eine krasse Landschaft? Wobei wir wirklich hier nur diesen dichten Wald mehr oder weniger haben, ne? Gut, in diese Richtung bin ich noch gar nicht gegangen. Vielleicht liegt da ja ein bisschen was. Ja, hier unten sind noch überall Zombies. Da ist es so dunkel, da spawnen die auch tagsüber. Teilweise. So, dann lass mich nochmal ein Stückchen nach da gehen, dann wird diese Folge ein bisschen länger. So 20 Minuten knapp wird's. Vielleicht dann werden, vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Ich will aber nochmal ganz kurz, wie gesagt, hier in diese Richtung schauen, noch ein bisschen erkunden. In der nächsten Folge widmen wir uns dann wieder unserem Hausbau. Das lassen wir dann natürlich nicht so stehen. Das wäre ja dumm. So. 6 rohes Hühnchen, 2 Schweinefleisch. Rohes Schweinefleisch. Wir müssen... Oder wollen wir in der nächsten Folge schon das Feld anlegen? Wäre vielleicht schlauer, wenn wir ein kleines Feldchen schon mal anlegen. Das dann in den nächsten Folgen, wo wir dann das Haus weiterbauen, da schon mal ein bisschen das Weizen gedeihen kann. Was für weise Worte doch. So, gib mir mal die Erde. Ach, was möchte ich da? NPC-Dorf! Cool und auch, glaube ich, relativ in der Nähe. Das ist geil, das ist richtig geil. Es ist, glaube ich, oder es sieht nicht groß aus, aber es ist besser als nichts, definitiv. Und da kann ich dann auch gleich im NPC-Dorf dann einfach einen Cut machen. Schauen wir uns hier mal ganz kurz um. Ja, es ist... Alter, Mann! Was ist das für eine Welt? Das Haus? Das ist gepflastert bis unten hin. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Alter Finne. Ja, ja. Was hast du? Schlag 2. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht für später. Schau ich hier schon mal. Brauchen wir bisher natürlich noch nicht. Ja, ein kleines Dorf natürlich, ne? Gut, hier haben wir Bücher. Eine kleine Bibliothek oder... Wir haben 2 Bibliotheken. Also ich finde, das ist eine kleine Bibliothek mit Büchern da oben. Joa. Wir haben zumindest... Also wir können uns mit dem NPC-Dorf natürlich dann fair Weg hier hinlegen. Aber das mit der Schlucht hier ist ja auch crazy, ne? Was man natürlich machen kann, Glas über diese Schlucht legen. Und dann mal schön nach unten schauen und man fällt hier nicht runter. Ist natürlich jetzt auch die Gefahr, dass die NPC-Leute runterfliegen. Das Haus hat gar keine Tür. Ist irgendwo in der... mehr oder weniger. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und... beziehungsweise ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sag, Dawn 3, cool. Tüdü, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. Ja, jetzt ist es gut hier.